Wir sind immer noch in der Arena und immer noch kämpfen wir gegen Schädelbrecher. Um zu gewinnen, brauchen wir einen Schuh. Und ich schätze mal, den Schuh bekommen wir von den blutrünstigen Gefangenen. Dass man die so beleidigen kann oder sonst irgendwie was mit dem... Dass die Schuhe werfen. Nieder mit Jack! Nieder mit Jack! Also ich denke mal jedenfalls, dass es so sein könnte. Also das hatten wir schon. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles noch hatten. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon. Ruft so viel ihr wollt. Die Kakerlake ist ruckzuck platt. Nein, ist sie nicht. Das schaffst du nicht. Du wagst es nicht. Schmeißt du schon wieder Zeug? Lampenschirm. Ein Lampenschirm, der im Boden steckt. So, wir haben einen Lautsprecher. Ein löchriger Eimer, den die Gefangenen nach mir geworfen haben. Ein altes, uninteressantes Buch. Ein kaputter Lautsprecher. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ein kaputter Lautsprecher, den die Gefangenen nach mir geworfen haben. Okay. Mehr haben wir da anscheinend nicht. Aber ich denke, das hat man gesehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Lass mich da hoch. Oh! Verliere wie ein Mann und mach uns reich! Nieder mit Jack! Nieder mit Jack! Gentlemen, bitte! Das ist doch keine konstruktive Einstellung. Jetzt kämpf schon, du Feigling! Wir haben eine Menge Geld gewettet gegen dich! Selber wieder Lampenschirm und so Zeug. Oh nein. Irgendwie muss ich sie dazu bringen, was anderes zu werfen. Aber alle Gesprächsthemen hatten wir jetzt schon. Ich denke, ich probiere es nochmal mit dem anderen zu reden. Verliere deinen Mann und mach uns reich! Beschaff mir einen neuen Schuh und ich zeige dir den Stich des Skorpions. Okay, aber da haben wir auch noch einen. Kämpfe, Mann! Eigentlich habe ich keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Was hast du gesagt? Kann ich nicht hören! Ist viel zu laut hier! Und meine Ohren könnten Schaden genommen haben, als etwas sehr laut direkt neben mir explodiert ist. Genau, der hat nichts gehört. Aber wir haben ja den Lautsprecher, das könnte vielleicht funktionieren. Ich bin's wieder! Bestens, bestens! Du musst nicht so brüllen! Also, was gibt's? Ich brauche einen Schuh! Größe 12! Meinen kriegst du auf keinen Fall! Einige Zuschauer werden verrückt genug sein, ihre Schuhe auf dich zu werfen, wenn du sie zur Weißglut treibst. Und wie treibe ich sie zur Weißglut? Bezeichne sie als Weicheier, das reicht schon! Okay. Dann wollen wir nochmal rüber und sie als Weicheier bezeichnen. Oh! Verliere wie ein Mann und mach uns reich! So. Nieder mit Jack! Nieder mit Jack! Wenn ich hier fertig bin, seid ihr Weicheier dran. Was? Nimm das! Schuhe. Sehr schön. Größe 12. Was haben wir gebraucht? Größe 12, glaube ich. Hier sind auch ein paar Schuhe für Größe 12. Aber ich kann keine nehmen. Weg mit dir. Hey, das ist es. Ah, ich muss es erst anschauen. Okay. Los, ihr Ratten! Zeigt, was ihr drauf habt! 3, 2, 1, kämpft!
Knie. Steh auf, Jack. Was für eine Demonstration von Rücksichtslosigkeit. Kniet vor dem König, Leute. Verliere wie ein Mann und mach uns reich. Jetzt bin ich mal gespannt. Dieser Schuh hat Größe 12. Deine Größe, richtig? Moment, du hast gerade etwas geworfen, oder? Deinen eigenen Schuh? Ich? Natürlich nicht. Wie kannst du nur so gemein sein und mich verdächtigen? Zeig mir deine Füße, du Lügner. Na komm, ab und zu schmeißt jeder mal was. Mit mir sind die Pferde durchgegangen. Kann ich den Schuh zurückbekommen? Ich zeige dir auch den Stich des Skorpions, versprochen. Steh ganz still. Konzentrier und schau genau hin. Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben, um... Keine Sorge, ist schnell passiert. Der Stich des Skorpions. Danke. Ein feige und hinterlistige Abwehr aus der Klostergrundschule, die den Gegner die Sicht nimmt. Okay. Und einen neuen Angriff, den Steppenbrüller. Die Bewegung beginnt mit einer furchtsamen Drohgebärde, die auch erfahrenen Kämpfern Respekt abnötigen kann. Okay. Dann wollen wir doch mal den Kampf beginnen. Los, ihr Ratten! Zeigt, was ihr drauf habt! 3, 2, 1, kämpf! Wo haben wir das Stich des Skorpions? So. Und jetzt den Steppenbrüller. Autsch. Wir hätten es fast geschafft. Oh, mein Kopf. Genauso hat es sich angefühlt, als die Hafeneinfahrt in Venedig zu schmal war für meinen... Jack, du siehst aus wie der Schamane. Wo bin ich? Jack, konzentrier dich. Finde zu dir selbst zurück. Bist du das? Vergib mir, Jack. Ich habe wohl etwas durcheinander gebracht, als ich diese Nachrichten in deinem Geist verankert habe. Schamane, was passiert hier? Wo bin ich? Warum sehe ich aus wie... du? Also, tja, das ist ein Teil des Problems. Wie gesagt, wir müssen ein paar Dinge gerade rücken, bevor du wieder du selbst sein kannst. Diese Stimme, sie kommt offenbar aus dem Krater. Es geht um das Feuer, Jack. Das Feuer in dir, verstehst du? Nein, überhaupt nicht. Wo bin ich? Du bist in dir selbst. Und für das, was du gerade durchmachst, kannst du mir keine Schuld geben. Schaff erstmal Ordnung. Stille deinen Durst. Lösche das Feuer. Finde Ruhe und komm zu mir. Oi. Irgendwas scheint auf dem Grund des Sees zu sein, aber ich kann nicht... Ein Fisch, wie die Tätowierung des Schädelbrechers. Was ist nur los in meinem Kopf? Das ist eine gute Frage. Erfahre mehr über das Amulett des Schamanen. Etwas ist auf dem Grund, aber dieser Karpfen scheint sehr hungrig zu sein. Das Zeichen ähnelt den Symbolen auf dem Amulettteil. Tja, diese Felsen sehen wie ein Schiff aus. Mir wird schwindelig, wenn ich nur hinschaue. Was haben wir hier für ein Schild? Das Schild zeigt auf... offenbar auf mein Hirn. Das ist etwas beunruhigend. Da müssen wir wahrscheinlich hoch, aber ich bin nicht sicher, ob wir noch was Wasser brauchen.
haben wir eine seltsame Tür. Kommen wir da raus? Moment, wo hab ich diesen Schwamm her? Mit ihm musste ich im Waisenhaus jeden verdammten Tag den Boden wischen. Oh, der Vulkan reagiert auf meine Wut. Okay. Nach da hinten können wir nicht. Er erinnert mich an meine erste Begegnung mit Amanda. Aber diese Vorhänge sind schwer wie Blei. Okay. Hier geht ein neuer Weg nach da hinten hin. Etwas ist auf dem Grund. Aber dieser Karpfen scheint sehr hungrig zu sein. Und hier kommen wir wahrscheinlich wieder zum Anfang hin. Das ist dann einfach nur ein... Ja, genau. Einfach nur ein Weg von hier nach da drüben. Das Schild zeigt auf... offenbar auf mein Hirn. Dass ich glaube, es ist eine Art Höhle in diesem Vulkan. Der Rauch ist zu dicht, um etwas erkennen zu können. Wenn ich das Innere abkühlen könnte, dann könnte ich vielleicht runterklettern. Seltsam. Und deswegen brauchen wir das Wasser, denke ich. Aus dem Waisenhaus hat den gesamten See in sich aufgesogen. Es ist, als hätte er einen Schleier gelüftet. Krass. Bah! Der Schädelbrecher mit einem Fischkopf? Okay, vielleicht hätten wir doch erst nach da hinten gehen sollen. Da haben wir noch ein schönes Bild gehabt von Amanda. Ein Gemälde von Amanda. Was bedeutet das? Ein Gemälde von Amanda. Was bedeutet das? Da haben wir sonst nichts mehr. Aber da drüben war noch eine Truhe. Die wollen wir doch mal einfach mal öffnen. Eine Truhe? Ist das der Schatz? Die Spur des Schamanen? Es fühlt sich schwer an, die Perlen rauszunehmen, als würde die Kiste daran ziehen. Truhe mit Saugkraft und ein paar Perlen. Interessant. Niemanden berühren, sagte der Schamane. Der Schamane sagte, ich könnte für immer hier feststecken, wenn mich jemand packt. Da sollte ich aufpassen. Okay, mit dem nassen Schwamm kommen wir auf jeden Fall, denke ich, nach oben. Vielleicht müssen wir da nachher nochmal dahin. So, jetzt wollen wir doch erstmal den nassen Schwamm mit den Vulkanen benutzen. Das Feuer zieht sich zurück. Etwas Ruhe in meinem Geist? Kann ich mich nähern? Geh mal einfach mal runter. In diesem dichten Nebel kann man unmöglich was erkennen.
Ach, der geht's wieder hoch. Das wollte ich eigentlich doch gar nicht. Ich fühle mich wie ein Fremdkörper. Und als wollte dieser Nebel alle Fremdkörper fernhalten. Okay, das heißt, wir müssen noch was gegen den dichten Nebel machen. Irgendwie moderne Kunst, schätze ich. Die Innenausstattung wiederholt sich jedenfalls. Und da ist wieder dieses Dings, diese Tür mit diesem Handgriff, wo wir auch vorher wieder rausgekommen sind. Okay, aber... gegen den Nebel können wir anscheinend jetzt noch nichts wirklich machen. Das sind die zweitgrößten Perlen, die ich je gesehen habe. Das wird nicht funktionieren. Diese Segel am Horizont erwecken mein Fernweh wieder. Die Schatztruhe, die die Perlen nicht hergeben wollte. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Oh. Haben wir jetzt einen Fehler gemacht, als wir nicht als erstes nach da hinten reingegangen sind? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man so gravierende Fehler machen könnte. Gehen wir nochmal durch. Der Schwamm war auch auf einmal da, also irgendwie ist es seltsam. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das dachte ich mir schon. Wie kriege ich den Nebel weg? Oder komme ich da... Wie komme ich nach da hinten rein? Ein großer Mann mit einem Karpfenkopf. Oder ein riesiger Karpfen mit dem Körper eines Mannes. Niemanden berühren, sagte der Schamane. Der Schamane sagte, ich könnte für immer hier feststecken, wenn mich jemand packt. Da sollte ich aufpassen. Ja, das ist wohl wahr. Aber hier ist eigentlich auch nichts mehr. Wir gehen nochmal kurz zum Vulkan hoch und rein. Vielleicht habe ich da noch was sehen mit dem dichten Nebel. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass ich erst nach da hinten muss, um den Nebel wegzubringen. Aber schauen wir mal. Was haben wir denn hier alles? Also diesen dichten Nebel, da geht's wieder hoch. Irgendwie moderne Kunst, schätze ich. Die Innenausstattung... Das scheint nicht zu funktionieren. Sie hat den gesamten Nebel eingesaugt und ist bis zum Bersten gefüllt. Okay. Ah, Jack. Du hast es geschafft. Gut. Schamane! Ich dachte, du wärst tot. Das bin ich, Jack. Du siehst nur die Nachricht, die ich dir hinterlassen habe. Wo hinterlassen? Dies ist dein Unterbewusstsein. Der Ort, an dem ich alles platziert habe, was ich über das Amulett und Ukumba weiß. Und? Hat's geklappt? Kann ich es sehen? Wo genau hast du es platziert? Es ist mir leider nicht gelungen, alles so anzulegen, dass es am richtigen Ort ist.
Warum nicht? Jack, dein Geist ist so durcheinander, wie ich es selten gesehen habe. Ich hatte gehofft, deine Hirn wäre, ehrlich gesagt, leichter zu lesen. Aber da lag ich falsch. Tief in dir drin hast du offenbar viel von dir selbst verborgen. Genau genommen stehst du wohl an der Schwelle zum Wahnsinn. Okay. Wie bin ich hier reingekommen? Du bist am Kopf getroffen worden. Wie es aussieht, ist das der beste Weg, in dein Unterbewusstsein zu gelangen. Wie bist du hier reingekommen? Ich habe diese Nachricht in deinem Geist platziert, damit du das Geheimnis über Ukumba erfährst. Der Schatz. Von mir aus kannst du es auch der Schatz nennen, wenn es sein muss. Wie komme ich hier raus? Du musst herausfinden, wie du aufwachen kannst. Kurz bevor du aufwachst, wirst du ein Bild sehen. Dies ist der Weg zu Ukumba. Und wie wache ich auf? Du musst fallen. Tief. Sehr tief. Oder ertrinken. Oder... Danke. Hab's schon verstanden. Zeig mir den Weg zu Ukumba. Du hast gesagt, dass du den Weg in meinen Kopf gepflanzt hast. Richtig? Ja, aber du verstehst nicht. In deinem Kopf herrscht fürchterliches Durcheinander. Bevor du Ukumba erreichen kannst, musst du wieder im Kopf gesund sein. Wir müssen etwas über deine Träume herausfinden. Träume? Normalerweise habe ich keine... Wir müssen deine schlimmsten Ängste kennenlernen. Ängste? Sowas habe ich auch nicht. Wir müssen herausfinden, was dich verletzt hat und wie wir das wieder heilen können. Bist du bereit, deinen Geist zu öffnen und deine tiefsten Geheimnisse zu teilen? Jack wohl nicht, aber... Ich soll dir meine Geheimnisse enthüllen? Nein, Jack. Ich bin schon tot. Die Geheimnisse musst du dir selbst enthüllen. Na gut. Bin bereit. Irgendwie. Hoffe ich. Das ist gut. Ah, der Vorhang hat sich aufgetan. Okay. Dann wissen wir ja, wo wir jetzt hin müssen.